Einen wunderschönen guten Tag zu einer neuen Runde angezockt. Heute mit dem Klassiker Hospital 9. Ja. Was uns erwarten wird, keine Ahnung. Tutorial würde ich gerne nicht spielen. Könnte ein bisschen Horror sein. Ich weiß es nicht. Wir gucken einfach mal. Anfangen. Ah ja. Bisschen an Grafik geändert. Und, ah, da ist schon der Ladebildschirm. Aha. Das ist noch ein guter Anfang. Ja, ich weiß nicht, was uns hier erwarten wird. Ich habe eigentlich damit gerechnet, dass wir jetzt spielen können. Aber... Tja. Okay. Ja. Okay, cool. Wir warten auf das Programm natürlich. Das gehört zum Test dazu, ne? Ja. Interessant, man kann so wirklich auf sehr vielen Sprachen spielen. Das ist schon mal schön, okay. Alter. Okay. Hi. Hat sie nur Licht? Wir haben kein Licht. Fire zoom, reload, pick up, throw flashlight. F. F passiert nichts. Okay, wir werden direkt in das Spiel reingeworfen. Oh. Der V ist an, aber kein Stromkabel. Okay, dramatisch auf jeden Fall hier alles. Ah, ich habe einen Key und eine Tasche gefunden. Okay, im Rucksack war, glaube ich, nichts. Okay, okay. Ich glaube, wir hätten den Schlüssel gar nicht. Hinweis 2. Jemand hier Errungenschaft bekommen. Wo rennen wir hin? Wir werden einfach in das Spiel geworfen. In Ordnung. Ist der Schrank falsch rum oder ist der Schrank... Den kann man nicht aufmachen. Aber okay. Ist halt einfach nur ein Schrank zur Deko. Wo gehen wir hin? Halt doch mal deine Taschenlampe ordentlich. Okay. Muss über die Treppe springen. Was? Wir kriegen Schaden. Renn! Die blockt mich. Lol. Lol. Was denn? Lol, noch welche. Wir kommen hier entgegen. Nice, wir haben Gegner. Aber nichts, womit wir uns verteidigen können. Der kommt jetzt auch noch hier rein. Der verfolgt mich. Easy. Die Skills haben wir. Da ist bestimmt nichts. Finde ich gut, dass wir Gegner hier direkt bekommen. Der nächste, der uns verfolgt, die bleibt einfach stehen. Ich kann nicht schlagen. Controls, crouch, run, jump, fire. Most noise, pass. Reload, use, throw. Inventory, clean left, okay. Ja, sie ist jetzt gestunt. Sie ist nicht mehr gestunt, okay. Oh doch, sie ist einfach jetzt. Ja, doch, sie ist auch weiter gestunt. Ich weiß nicht, wie ich wieder runterkomme. Sie rennt wieder, nice. Folgt mir, folgt mir, folgt mir, wem sie abgehängt. Sehr gut. Auch ihr Licht.
Wir rennen einfach einmal hier im Kreis. Alles klar, sie ist wieder komplett durch den Wind. Können wir nichts aufmachen. Jetzt gleich müssen wir doch mir wie einer hier entgegenkommen. Kommen wir nochmal runter. Hier? Ne, da war falsch. Hier irgendwas? Irgendwas nehmen? Noch haben wir Zeit. Seht ihr das? Der will darüber. Okay. Das ist also wie ein bisschen Ruhe, oder? Ja. Boah, lol, wir haben Damage bekommen, warum auch immer. Da ist einer. Gänsehaut pur. Hinweis 5 Reiner. Cool, wir haben Hinweise gefunden. Hinweise, die wir noch nie vorher gesehen haben. Was ist denn hier auf dem Klo? Da kommt mir wieder einer entgegen. Ich weiß nicht mehr, wie ich hier runterkomme. Ich habe kein Licht. Flashlight, geht nicht. Wieder Damage bekommen. Ich glaube, wir sterben mal. Wir rennen mal in ihn rein. Er tötet mich mal. Red Tree, okay, you're dead. Interessante Runde. Hi, grüß dich. Wir gehen direkt hier raus. Sag mal, was ist denn hier mit dem Sound? Game Volume, ne. Ich weiß nicht. Sie wollte die Polizei fragen nach Hilfe, aber keiner war hier. Nicht schlimm. Hast du eine Taschenlampe für mich? Ja, interessante Kiste, dass man selber nicht die Taschenlampe hat. Machen wir hier unten erstmal die Tür auf. Hier haben wir Ruhe. Was zu essen gefunden. Aha. Munition. 20 Schuss, genau das brauche ich. Was? 3 Flaschen Errungenschaft. Also, die kriegt man die Errungenschaften auch hinterhergeworfen. Man muss nur was finden. Nervenkitzel pur, sage ich euch. Da hinten läuft schon einer lang. Können wir nichts aufmachen? Wieder ein Bad. Unnötig. Find a Keycard. Okay. Wir brauchen erstmal eine Waffe. Nichts anderes brauchen wir. Ach, keine Ahnung. Wir haben Licht. Waffle Bag ist empty. Lol, dann stellen die hier schon eine Riesentasche hin, die ist dann leer. Sympathisch. Das ist ein Fernseher. Wir haben eine Axt. Toll. Schlüssel finden. Da ist einer drinne. Hier waren wir eben auch schon, ne, mit dem Fernseher. Und der eigentlich gar nicht an sein darf. Ich finde gut, dass wir auch die ganze Zeit nur Musik haben. Aha. Energy Drink, geil. Essen und Trinken haben wir, obwohl wir eigentlich gar keine Leiste haben wegen Ausdauer oder so. Medizin haben wir auch. Jetzt haben wir keinen Platz mehr im Inventar. Weil wir die Tasche nicht haben. Ach Leute, hier waren wir eben schon. Ah, das war aber nicht so gut von mir.
Aha. Rechtsklick und dann Use. Da bin ich mal gespannt, ob... Oh, lol. Lol, lol, lol. Da hab ich mich schon gerade echt erschrocken. Easy. Können wir dann looten? Nee. Hinweis 1, Geist. Okay. Alles klar, wir sind auf alles vorbereitet jetzt. Wir können überall rein. Ich hoffe... Okay. Dass die Axt lange hält. Sonst haben wir ein Problem. Das ist die Knarre. GG. Wir sind bereit. Okay, jetzt kann's losgehen. Aber wir können ja wirklich einzelne Sachen noch aufnehmen, die untersuchen. Um dieses spannende Rätsel zu lösen. Hier ist doch eine Taschenlampe. Hier war doch einer drin, oder? Komm, ich hab Bock. Geil, noch einen Schlüssel gefunden. Okay, die Runde läuft gut. Die Runde läuft richtig gut. Da waren wir eben drin. Das war der bestimmt. Der hat uns gesehen, der Drecksack. Krankenhaus, nein. Also, müsst ihr auf dem Schirm haben. Da war alles leer. Ah, ich gucke hier lieber nochmal. Ich habe ja eben einiges vergessen. Mal einfach hier raus. Das wäre schön. Ist hier noch irgendwas offen? Boah, lol. Ich hab mich ja schon echt erschrocken, ey. Holy shit. 64872. Sechs, vier, acht, sieben, zwei. Bleibt das da stehen oben links? Das wäre edel. Ja. Sehr gut. Ein Aufzug. Okay, wir gehen runter. Vielleicht können wir hier eine Zahl eingeben. Die Animation, wenn man runterrennt. Okay. Und bei der letzten Stufe muss man meistens hochspringen. Ehre. Komm jetzt. Wir haben keine Zeit. Laternenfrau. Oh, was haben wir hier? Eine Schaufel. Haben wir eben schon gesehen. Der Schrank, den ich aufmache, den man nicht aufmachen kann. Guter Schrank. Okay, es geht gleich los. Da, Junge, ist der Nächste. Ja, aim-technisch auf jeden Fall eine 10 von 10 meinerseits aus mal wieder. Ah, der hat sich aber auch bewegt wie ein Fuchs. Muss mal aufpassen. Okay, oh. Da war der Loop zu Ende. Jetzt blockt die mich. Jetzt komme ich hier nicht aus dem Klo raus. Ja, komm noch näher. Nice. Ist hier irgendein Pleb, der ein bisschen Stress will? Ich hab Bock. Fürs Aid-Kit brauchen wir nicht. Ne, KI-technisch eine 10 von 10. Gefällt mir. Ich glaube, hier Badezimmer ist unnötig. Ah, ich sehe einen Aufzug. Oh, die können wir aufmachen, die Tür. Ja, 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 ja. Essen. Wo zur Hölle? Warum brauchen wir Essen? Warum brauchen wir Essen und Trinken? Okay, weiter, let's go. Ist nur abgeschlossen, okay.
Aha! Let's go! Ah, hier ist nochmal ein Krankenhaus. Ein Magazin haben wir aufgenommen. Platztechnisch haben wir auch. Ja, haben wir Probleme. Ja, schön. Sympathisch. Wieder nur wegen Essen hier rein? Das darf doch nicht wahr sein. Man bekommt wirklich einen Key, um sich einen Raum anzuschauen, wo Essen ist. Okay, Headshots sind auch egal. Licht. Ich sollte vielleicht schon mal in den Raum zurückgehen, ob wir da vielleicht einen Lichtschalter anmachen können. Einen Pfeil leider brauchen wir nicht. Was haben wir hier? Kein Hinweis? Kein Hinweis. Ich finde gut, wie halt die Umgebungsgeräusche zur Geltung kommen. Leuchtet das Licht aus dem anderen Raum mit hier rein? Verrückt, was für ein Licht. Oh lalalala. Da können wir nicht mehr schießen. Das ist doch auch neu. Ja, passiert doch nichts. Schade, wenn die Musik nicht wäre. Oder ein bisschen anders wäre, dann wäre die Atmosphäre auch gleich ein bisschen anders, weil so ein Horrorspiel im Krankenhaus. Kommen wir nicht drauf, ne? Ne, keine Chance. Ja, hier ist noch zu. Immer noch. Hier waren wir. Hier drin. Schade, die Musik müsste einfach ausgehen. Macht das aber nicht. Wo waren wir denn? Wie gesagt, die ist zu. Da hinten ist das Mädchen an der Lampe am Tanzen. Konnten wir auch nichts kaputt schlagen oder so. Schade. Kellertür brauchen wir auch nicht ausprobieren. Ist auf einmal Licht an, weil hier eben auch schon Licht an. Die Kamera hatte nicht so eine gute Auflösung bei den Bildern. Okay. Ja. Ich bin mir halt hier noch ein bisschen unsicher, ne? Also. Wie gesagt, hier. Lol. Okay. Irgendwas. Den Aufzug angeschaltet jetzt vielleicht? Können wir hier lang? Hier wurde nichts getriggert, okay. Was haben wir damit gemacht? Lol, wir haben damit die Tür aufgemacht. Déjà vu, I remember this room, but why? Ja, warum erinnerst du dich an den Raum? Sag du es mir. Wir müssen jetzt eigentlich was noch für unten bekommen. Hinweis 6, Déjà vu, zack. Ja, wir haben keinen Platz mehr. Ah, damit ein bisschen mehr Leben bekommen. Water Bottle, okay. Energy Drink 15 AP mehr, 5 AP mehr, 100 AP, 15 AP. Komm, nehmen wir auch. Haben wir 115 Leben, nice. Auch 15 AP.
Medizin, 40 HP, knallt rein. Knallt richtig rein. Manchmal geht die Waffe weg, warum? Auf jeden Fall müssen wir noch mehr finden. Können wir den looten? Ich bräuchte eigentlich auch mal Licht. Wir können nicht aus Bett. Aha! Da sieh mal einer an! Red Keycard. Alles klar, wir können in den Keller, denke ich mal. Schade, wirklich, die Musik. Da steht einiges. Aber wie kommt man nochmal runter? Das habe ich ja eben auch nicht mehr gerafft. Was hier lang? Ja, Mann. Geil! Jetzt können wir hier rein. Hallo! Drei Hits brauchen die alle. Easy. The many books about the summons of Rancho Ghosts on the desk. Ah, ein paar Bücher über Geister. Ich bin begeistert. Orientalische Bücher, Hinweis, Errungenschaft wiedererhalten. Die steht im... Oh Gott, die ist auch tot. Diesen Geist. Das ist der Beweis. Also man hat hier wirklich aufs Detail geachtet, ne? Es wurde alles fein programmiert. Hallo? Ich sehe halt nichts, ne? Einen langen Schlüssel gefunden. Ich musste mal runterkommen. Ich würde mich hier noch ein bisschen mehr umsehen. Ist das arm? Ich würde das einfach gerne gucken. Flashlight geht aber nicht. Weiß ich auch nicht, ob ich noch eine finden muss. Reicht dir das? Also. Was reicht dir? Was geht nicht hier vielleicht? Ja. Hallo! Ich bin hier bestimmt eingesperrt. Okay. Interessant. Press any key. Ja, sorry. Lol. Ist ein Geist? Das mit der Musik ist, glaube ich, gar kein Bug. Das ist wirklich so gewollt. Alter. Games, Movies? Soll das hier ein Easter Egg sein? Das hat mich schon ein bisschen an irgendwie an Layers of Fear, aber sonst. Das ist hier einfach alles mega komisch. Diese Musik auch. Selten. Ein Spiel erlebt, was die Musik so schlecht ausgewählt hat. Wie niedrig ist auch die Tür? Also, oder wir sind 400 Meter groß. Wir brauchen ja hier wieder einen Schlüssel. Gefängnis auch noch im Krankenhaus. Vielleicht auch eher noch eine Psychiatrie oder so. Tja, müssen wir jetzt hier alles absuchen. Brauchen wir auf jeden Fall einen Key. I remember hiding something in this room. Why? Das sieht aus hier wie eine Tür. Ne, lol. Ich nehme alles zurück. Lol. Letzter Schlüssel, Hinweis. Ich merke nur, hier wurden ein, zwei Dinge gemacht, die vielleicht nicht ganz korrekt den Normen entsprechen. Warum habe ich auch eigentlich auf einmal 190 Schuss? 90 von 100. Es wird auch nicht weniger.
Meint sie überhaupt den Raum oder ist sie irgendwo anders? Wo ist sie denn? Ah ja. Sie ist einfach stehen geblieben, okay. Kann man hier was entfernen? Auch nicht. Kommt sie jetzt mit? Ehre. Die tut die Balken weg, okay. Lol. Gegen meinen Kopf. Ich habe noch Full HP, das ist nice. Schade, einfach mal die Musik weglassen. Ach, hier waren wir gar nicht, oder? Ein roter Klo. Rot beleuchteter Klo, ich werde bescheuert. Selten so erotisch geschissen. Ja. Also ich presse die ganze Zeit E, damit wir vielleicht irgendwas aufnehmen können oder so, aber... Hier ist einfach nichts. Puh, hier haben wir noch ein Bildchen. Ein Bildschirm haben wir da, genau. Ein Bildchen haben wir da. Was ist denn hier überall los? Da ist nichts, oder? Sieht so leer aus. Was ist denn? Ah, ist das Stein. Okay. Good to know. Hier war mal ein Schulkreis, haben sie ihn gebildet, aber... Dann auch wieder schnell aufgelöst. Kann man da was aufmachen? Ist das ein Bild? Keine Ahnung. Alles gleich aus. Hm. Tja, jetzt laufen wir hier schon wieder lang. Weiß ich, ist hier im romantischen Klo irgendetwas? Und irgendwas übersehen wir. Ah, wir brauchen immer noch den Schlüssel. Komisch. Hab doch auch keinen gefunden. Nein, nein, nein. Was ist das eigentlich für eine komische Musik? Also... Zurück können wir auch nicht mehr, also muss es hier irgendwo sein. Ja. Ist, Why is the building at the back of the hospital? Why do I know this place? Ja, weil das schon mal hier war anscheinend. Hilf mir lieber weiter. Der Schlüssel. Hier nichts aufmachen. Wo starrt sie denn hier so in die Ecke? Ich kann nichts machen. Ich kann nichts machen. Ach, die Munition wird wieder angezeigt. Sollen wir irgendwas kaputt schlagen? Was ist da in der Ecke? Was ist... Bin ich blind? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, Mädel. Ich weiß nicht, wie ich dir helfen kann. Ich starte weiterhin, okay. Hm.
Da waren wir gerade festgebackt. Da backen wir wieder fest. Einfach mal kurz drüber springen. Ein bis mal Latein am Ende. Ach so, da kommen wir ja eh rein. Der romantische Klo, ist hier was los? Könnt ihr nichts drücken, nichts. Ich weiß leider nicht mehr, wo wir hier nachsuchen sollen. Ist das ein Hinweis? Die ist noch einen Schritt näher dran gegangen, okay. Also ich drücke die ganze Zeit eh, ne? Wir haben ja auch Platz im Inventar, wenn was ist. Nimmt das sofort auf. Ich bin überfragt. Ich bin überfragt. Ich glaube, ihr habt fast alles von dem Spiel gesehen. Kappa. Das war angezockt, Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Krankenhaus 9. Nein. Die Musik zerstört alles. Grafik ist wirklich vollkommen in Ordnung. Kommt noch ein bisschen höher schrauben. KI ist mega dämlich. Die Geister sind selten dumm gewesen. Man wird einfach irgendwie reingeworfen, muss ein Wasser finden. Ist in Ordnung. Wir wissen nur, dass es sich um ein Krankenhaus handelt, was sie irgendwie kennt, und es geht um Geister. Wenn es euch gefallen hat, holt's euch. Lasst ein Däumchen da. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Ciao.